Wir befinden uns in Herne auf der Baustelle. Wir haben hier unseren neuen LR 11.000 Raubenkran von der Marke Liebherr aufgebaut. Wir haben heute eine 457 Tonnen schwere Gasturbine aus dem Schiff gehoben und auf einen 18-Achs parallel gekoppelten SPMT gesetzt und haben die Aufgabe bekommen von unserem Kunden, diese Gasturbine auf dem SPMT ins Kraftwerk nach Herne zu transportieren. Das Kraftwerk Herne wird ausgebaut. In Summe kommen vier große, schwere Komponenten dorthin. Das ist die Gasturbine, welche wir heute gehoben haben. Es wird noch ein 450 Tonnen schwerer Generator aus dem Schiff gehoben werden und dorthin transportiert werden. Ein 422 Tonnen schwerer Transformator und eine Dampfturbine mit 145 Tonnen. Sowie weitere Komponenten, die im Laufe der nächsten 1,5 Monate dorthin transportiert werden mit Stückgewichten bis zu 200 Tonnen. Zu diesem Zweck wurde dieser Platz extra hergerichtet. Wir haben hier Schotter eingebracht, haben den Boden verdichtet, haben alle Voraussetzungen geschaffen, um dieses Großgerät dort aufstellen zu können, um die entsprechenden Schwerlasttypen durchführen zu können. Der Kran ist ein neuer Liebherr-Raubenkran vom Typ LR 11.000 mit einer maximalen nominellen Traglast von 1.000 Tonnen. In unserem Fall hier haben wir eine Ausladung gehabt von 25 Metern und hatten 457 Tonnen netto zu heben. Um diesen Hub durchführen zu können, haben wir den Kran ausgerüstet mit Superlift und 400 Tonnen Schwebeballast, sodass der Kran in Summe ein Gesamtgewicht von auch um die 750 Tonnen hat, um 400 Tonnen zu heben. Also in Summe haben wir ein Gesamtgewicht von über 1000 Tonnen heute bewegt. Besonderheit war, dass wir die Gasturbine angehoben haben, sind dann mit dem Kran einige Meter rückwärts gefahren, um dann vor dem Kran den SPMT zu positionieren und dort die Gasturbine auf dem SPMT abzusetzen, weil wir nicht die Möglichkeit haben, von dem Platz her mit dem Schwebeballast und Superliftballast den Kran zu schwenken. Deswegen war auch die einzige Möglichkeit der Hub mit einem Raubenkran, mit einem Crawlerkran.